Kuscha! Spannend, weil ich gesagt habe, die nächste Dreiviertelstunde. Ich grüße euch ganz herzlich und möchte euch gleich zu Beginn eine Frage stellen. Wer von euch hat eine Vision für sein Leben? Mal so aufzeigen. Es gibt Visionen, super. Wer von euch kennt den Auftrag Gottes für sein Leben? Ja, zwei, etwas weniger. Visionen haben viele, Auftrag ist noch nicht so. Wer von euch weiß, in welcher Richtung er Jesus in dieser Welt nachfolgen soll? Auch so ein paar. Und vielleicht gehe ich einfach mal so rum und frage einfach mal, Johannes, was ist so deine Vision, Auftrag, also eine von den drei Sachen? Ja, Kind Gottes sein. Kind Gottes sein, Kind Gottes sein. Jasmin, was würdest du sagen? Das muss ich noch ein bisschen genauer rausfinden. Ich habe dafür auch noch ein paar Jahre. Auch noch ein paar Jahre und die nächste halbe Stunde? Cool. Micha? Lobpreis. 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 Dampf machen am Schlagzeug. Gott zu Leuten bringen, die sonst keinen Kontakt mit ihm haben. Also gerade Leuten, denen es eigentlich sowieso gut geht. Sehr gut, ganz genau ausgedrückt. Habt ihr irgendwie eine Vision für euer Leben, so ein Bild, wo ihr sagt, ja, das ist es, wo ich hin will? Ja, Gott mit dem dienen, was ich kann und was ich lerne jeden Tag. Super. Und was kannst du? Ganz ernst. Was ich kann. Also, was ich lerne, zum Beispiel, ich studiere Medizin und damit möchte ich Gott dienen. Sehr cool. Genau. Also, sie studiert Medizin, sie weiß also genau, wohin sie hin will. Ira. Liebe Gottes weitergeben. Liebe Gottes weitergeben, die Welt verschönern mit schöner Schminke. Oder so. Weiß ich gerade nichts. Chrissy weiß gerade nichts, aber er dreht an den Knöpfchen. Also er tut ja schon was. Er ist ja schon eine Vision da, ist ein Auftrag da. Nämlich die Botschaft, die dann und wann auch über Mikros weitergegeben wird, hörbar zu machen in dieser Welt, ist auch ein Auftrag Gottes. Mein Thema heute Abend ist nämlich, ihr habt es ja schon gehört, wie Jesus dran geblieben ist an seinem Auftrag. Und das ist zwar interessant zu hören und zu wissen, macht aber wenig Sinn, wenn man gar nicht weiß, was sein Auftrag ist. Also jetzt nicht nur der Auftrag von Jesus, sondern der eigene, der ganz persönliche Auftrag, mit dem du in dieser Welt für Gott stehst. Was unterscheidet dich eigentlich von all den vielen anderen Christen? Sind wir irgendwie alle gleichgeschaltet? Haben wir alle den gleichen Auftrag? Müssen wir alle das Gleiche tun, dieselben Hemden anziehen, dasselbe Lächeln aufsetzen? Was unterscheidet dich von anderen? Was ist so dein buntes Bild? Was ist deine Form, die Form deines Mosaiksteinchens, ja, das genau in das große Bild Gottes reinpasst, das er der Welt offenbaren will? Und deswegen muss man solche Dinge immer wieder tun, auch wenn einem dann manchmal das Herz bis zum Halse klopft, wenn einem das Mikro plötzlich ins Gesicht gestreckt wird und gefragt wird, und was kannst du? Ne, dann ist man erstmal so schockiert, ah Mist, ja, was soll ich jetzt sagen, es wird auch noch laut übertragen, das ist ja auch okay. Ja. Trotzdem muss man das immer wieder mal über sich ergehen lassen, entweder alleine oder eben so öffentlich wie eben, dass man an seinem Auftrag arbeitet und versucht herauszufinden, was möchte Gott denn in dieser Welt. Weil wenn du das nicht weißt, dann kannst du ja auch nicht dranbleiben. Also der erste Punkt, um an einem Auftrag dran zu bleiben, ist, man muss ihn herausfinden, man muss ihn wissen, man muss nach seinem Auftrag suchen. Man muss Puzzlestücke in seinem Leben zusammentragen und aus diesen Puzzlestücken ein Bild zusammensetzen. Und das immer wieder neu. So zum Beispiel nach dem großen Konflikt mit dem CZF, da war mein Bild erstmal ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und dann musste ich die Puzzleteile wieder einsammeln und musste wieder neu darüber nachdenken. Auch wenn ich vorher schon gewusst habe, was ich in dieser Welt machen soll, musste ich neu darüber nachdenken, wie das jetzt weitergehen soll, was davon bleibt, was sich davon irgendwie verändert hat. Und dann hatte ich ein Erlebnis während meiner Ausbildung zum systemischen Berater, dass ich in meinem Buch Mein Freund Gott und ich Reloaded aufgeschrieben habe.
All diese wunderbaren Bücher, die ich heute zeigen werde, gibt es auch nach dem Gottesdienst hinten am Büchertisch zu kaufen. Wahnsinn, oder? Heute einzigartige Gelegenheit, ja, mit einer Signatur von mir persönlich für dich. Ja, und das war natürlich klar, es ist ja gerade Buchmesse, am Freitag war ja eine ganz tolle Lesung gewesen in der Subzone. Und da habe ich mir gedacht, Menschenskinder, warum muss ich mir das jetzt alles neu ausdenken? Ich habe es doch schon mal in Büchern aufgeschrieben. Also lese ich jetzt eine Geschichte, beziehungsweise Teil einer Geschichte in Mein Freund Gott und ich Reloaded. Da habe ich hinten drei Überlebenspacks, drei Survival Packs beschrieben. Drittes Survival Pack, Zielplanung. Diese Übung hat mir meine Freundin Petra Nöding von consensio.de gezeigt. Dabei kannst du ebenfalls herausfinden, als welches Mosaiksteinchen dein Freund Gott dich in dem Bild, das er der Welt offenbaren will, eingefügt hat. Wenn du für etwas stehst in der Welt, wie würdest du das umschreiben? Was geschieht in deinem Leben immer wieder und wie läuft das ab? In welchen Rollen bist du in deinem Element? Und wie entwickeln sich die Beziehungen zu anderen dabei? Erinnerst du dich noch, was dir da als erstes in den Kopf kam, Micky? Klar grinste ich mit leuchtenden Augen zurück. Licht in der Dunkelheit und Schutzengel der Gefallenen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich da im Schloss Neuenstein in einer Mauernische saß und mir die weiteren Gedanken wie Puzzleteile in den Schoß fielen. Fährmann, Söldner, David mit seinen 400 Geächteten, Schutzburg, Safe Place. Und ich konnte mich vor meinem inneren Auge sehen, wie ich ganz in Wildwest-Manier Siedlertracks begleitet habe. Das war eine sehr spannende Erfahrung auf eine Frage hin, die zunächst so unscheinbar daherkommt. Ich habe wohl fast eine ganze Stunde mit diesen drei Fragen zugebracht und fühlte mich danach wieder gut ausgerichtet. Ich verstand, warum ich immer wieder Fälle übernommen habe, die sonst keiner haben wollte und die eigentlich aussichtslos waren. Weil ich Gruppen und Personen zu etwas Neuem hin begleite, als ein Change-Berater und Change-Begleiter. Und dann ziehe ich weiter. Allzu oft hast du diese Fähigkeit und die daraus erfolgenden Situationen als schlecht bewertet, lieber Micky. Umarme das, was du als dunkel erlebt hast, integriere es und mach es zu deiner Ressource. Dazu habe ich dich in die Welt gesandt. Als ich meinem Freund Gott aus meiner Mauernische heraus dankbar in die Augen sah, begann ein heilsamer Frieden sich in meinem Bauch auszubreiten und ich war glücklich. Hoffentlich erlebst du ähnliche Dinge mit unseren drei Survival Packs und diesem Buch Mein Freund Gott und ich Reloaded, nachher am Büchertisch. So, du musst jedenfalls herausfinden, was dein ganz persönlicher Auftrag ist, um überhaupt daran festhalten zu können. Ansonsten kannst du dich leicht in den allgemeinen Anforderungen an ein christliches Leben verlieren. Und da gibt es ja nicht wenige. Darüber habe ich mal in der Jugendzeitschrift dran geschrieben, die jetzt relaunched wird und ab der nächsten Ausgabe dran next heißt, weil einige neue Geldgeber damit eingestiegen sind. Für die dran schreibe ich jetzt regelmäßig seit 12 Jahren. Und hier also ein Ausschnitt aus einem Artikel über den Auftrag beziehungsweise über die Identität von Christen. Und da habe ich zunächst mal einfach nur Bibelstellen zusammengetragen, in denen es heißt, dass wir zu irgendetwas berufen sind, dass wir so oder so sein sollen. Ein Christ ist zum Heil berufen, Römer 8. Zur Heiligung, 1. Thessalonicher, zum Dienen, Johannes 15, zur Absonderung, 2. Korinther 6, ein Christ ist berufen, ein Kind zu sein, haben wir eben auch gehört, 1. Johannes 3, Vers 1, zur Unterwerfung, Römer 13, 1 bis 5, das klingt schon ein bisschen krasser, dann ist ein Christ auch zum Leiden berufen, 1. Petrus 2, das sind die Dinge, die man nicht so gerne hört. Oder man könnte sagen, ein Christ sollte regelmäßig die Gottesdienste besuchen. Hebräer 10, Vers 25. Das Abendmahl im Bewusstsein der Entrückung feiern. 1. Korinther 11.
alle Menschen lieben, 1. Thessalonicher 3, geduldig sein, Jakobus 5, andere nicht verurteilen, 1. Korinther 4, das Wort verkündigen, 2. Timotheus 4 und sich ansonsten nur um den Himmel kümmern, Kolosser 3, 1-4. Ja, da sind ganz schön viele Aufträge, da kann man sich schon mal drin bewegen, da hat man immer was zu tun, es kann einem nie langweilig werden. Aber so genau zu wissen, was einen unterscheidet, weiß man auf diesem Weg nicht so recht. Man könnte sich jetzt natürlich auch einfach nur am Leben Jesu entlanghangeln und aufgrund seines ersten Wunders in Johannes 2 einen Lebensstil des Feierns für einen Christen fordern. Das wäre okay, ne? Johannes 2, Jesus offenbart sich der Welt mit einem ersten Wunder, indem er Wasser zu Wein macht. Wer dem nachfolgen möchte, der muss einen Lebensstil des Feierns leben. Oder aufgrund seiner Antrittspredigt in Nazareth, in Lukas 4, könnte man erwarten, dass sich ein Christ in den 6 messianischen Außendiensten betätigt. Nämlich, ihr wisst sie, oder? Elenden frohe Botschaft bringen, gebrochene Herzen verbinden, Gefangenen Freilassung ausrufen, Gebundenen die Öffnung des Kerkers ausrufen, das Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache für unseren Gott zu proklamieren und alle Trauernden trösten. Das sind die 6 messianischen Außendienste in Lukas 4 aufgrund von Jesaja 61 und dann auch in den 3 messianischen Innendiensten, den Geschwistern, den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer und ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Alle biblischen Handlungsmuster zusammengefasst, die es da so in allen Büchern gibt, erscheint es mir legitim zu sagen, man kann von einem Christen erwarten, dass er zu einem gewissen Grad das Ebenbild des ihm innewohnenden Christus widerspiegelt. Strittig kann höchstens die Frage sein, welche Eigenschaften unverzichtbare Wesensmerkmale Jesu sind und welche Dinge freie Glaubensäußerung zu sein scheinen. Aber dass Jesus gebetet hat und dass er den Kontakt mit dem Vater im Himmel gesucht hat, dass er in den biblischen Schriften bewandert war und dass er geglaubt hat, das dürfte wohl ziemlich unumstritten sein. Das ist also schon mal eine Ausrichtung, in die du gucken kannst. Aus der Zusammenschau der biblischen Schriften des Alten und Neuen Testamentes habe ich wieder in diesem Artikel geschrieben und der Kirchengeschichte meine ich 5 unverzichtbare Konsequenzen einer Lebensentscheidung vor Jesus erkennen zu können. Dieser Artikel hatte übrigens den schönen Titel, wer A sagt, muss auch B sagen. Und diese 5 Punkte ebnen dir den Weg zu deinem Auftrag oder ebnen den Weg für deinen Auftrag Gottes in der Welt. Erstens, Kontaktaufnahme mit Gott durch Anbetung, das, was wir gerade gemacht haben. Zweitens, das Erzählen der Geschichten von Abraham bis Jesus und bis zur Gegenwart. Drittens, die Identifikation mit diesen Geschichten. Viertens, stellvertretendes Eintreten für andere. Fünftens, andere Lebensentscheidungen als Glied des Leibes Christi treffen. Erstens, die Kontaktaufnahme mit Gott durch Anbetung ist eine Handlung, die in welcher Form auch immer eine notwendige Konsequenz der Lebensentscheidung für Jesus ist. Da sind wir uns alle gleich. Das ist die breite Straße, auf der sich alle Christen bewegen. Dabei verstehe ich Anbetung im weitesten Sinne als Anrede an Gott. Jesus hat immer wieder den Kontakt mit seinem Vater im Himmel gesucht, bis hin zu seinen Extremaussagen im Johannesevangelium, dass er überhaupt nichts tun oder reden würde, was er nicht zuvor den Vater im Himmel habe tun sehen oder reden hören. Ein Christ, der niemals betet und den Kontakt mit Gott auch nicht suchen will, spiegelt nicht das Ebenbild Jesu wider. Zweitens, das Wiedererzählen und damit auch Kennenlernen der Geschichten von Abraham bis Jesus und bis zur Gegenwart gehört ebenfalls zu den Handlungskonsequenzen der Entscheidung, als Christ leben zu wollen, dazu. Wer sich als Christ bezeichnet und vergessen hat oder bewusst nicht wissen will, wer Abraham und Moses waren, Paulus und Petrus oder vielleicht sogar Jesus selbst, der spiegelt nicht das Ebenbild Jesu wider. Natürlich geht es dabei nicht um eine schulmäßige quantitative Bestimmung dieses Wissens, die immer wieder abgefragt wird, allzumal im Bereich der Kirchengeschichte,
die Benennung von entscheidenden Stationen doch recht schwierig und umstritten ist. Aber es geht darum, die Bibel zu lesen und auch die Kirchengeschichte als einen Ort des Handelns Gottes kennenzulernen und anzuerkennen. Drittens, darüber hinaus gehört ein persönliches Einstehen für diese Geschichten zu den Handlungskonsequenzen der Jesusentscheidung, das über das bloße Wissen und Rezitieren der Geschichte hinausgeht. Von jemandem, der als Christ leben will, kann man eine Bekanntgabe der eigenen Identifikation mit diesen Geschichten erwarten, bis hin zu dem Bekenntnis, in diesen Geschichten die eigene Identität gefunden zu haben. Viertens, wenn aber Anbetung, Erzählen der Geschichten und das persönliche Eintreten dafür nur Handlungen zugunsten und im Interesse der Gläubigen sind, kann man das Ebenbild Jesu in diesen Handlungen nicht erkennen. Alles Denken und Tun eines Menschen, der eine Lebensentscheidung für Jesus getroffen hat, muss sich daran messen lassen, ob es wirklich oder potenziell für andere, für Nichtgläubige geschieht oder geschehen kann. Fünftens, zu den Handlungskonsequenzen einer Lebensentscheidung für Jesus gehört schlussendlich auch andere Lebensentscheidungen als Glied des Leibes Jesu zu treffen. Denn das unterscheidet die Mitgliedschaft eines Christen in einer Gemeinde von der Zugehörigkeit zu einem Verein oder Club, die nur zu Zeiten und bei gewissen Anlässen ein bestimmtes Verhalten fordert. Ein Christ, der keiner Gemeinschaft angeschlossen ist und das auch gar nicht will, zeigt der Welt einen kopflosen und schwächlichen Christus. Wer aber wenigstens in Ansätzen alle fünf unverzichtbaren Konsequenzen einer Lebensentscheidung für Jesus in seinem Handeln erkennen lässt, offenbart der Welt die ausgestreckte Hand des auferstandenen Erlösers. Soweit also der Artikel, wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn also ein solches Fundament, wie es hier in diesen fünf Punkten beschrieben ist, hat und ausgebaut hat, der kann auf diesem Weg gehen, der kann auf diesem Weg etwas tun, um seinen Auftrag zu finden oder um seinen Auftrag zu bewahren. Und das ist, wenn du mit all diesen Christen auf diesem Weg unterwegs bist und alles ist noch gleich, dann kannst du von diesem Weg aus an Orte gehen, wo du prophetische Worte oder Eindrücke bekommen kannst. Suche das. Suche danach, dass du irgendwie an Orte kommst, wo du etwas Besonderes von Gott empfangen kannst. Und dann stell all diese Dinge in einem Mosaik zusammen mit den Dingen, worauf du Lust hast, was du gut kannst, was dir bisher passiert ist und so weiter, um ein Bild deines Auftrages, deiner Vision in dieser Welt herzustellen. Wie hat es Jesus selbst getan? Das war ja der ursprüngliche Ausgangspunkt. Wie ist Jesus dran geblieben an seinem Auftrag? Jesus kam auf die Erde, um die gesamte Menschheit zu retten. Und er beginnt diesen gigantischen Rettungsauftrag damit, dass er für 30 Jahre in der Bedeutungslosigkeit einer Schreinerei in Nazareth abtaucht. Das heißt, Jesus ist uns in allem gleich geworden, um uns auch in allem ein Vorbild sein zu können. Er kam nicht als Superman, als Überflieger auf die Erde, hatte so in einer Ecke seines Herzens sowieso schon alles fertig gedacht und fertig ausgeprägt, sondern er kam auf die Welt, wuchs auf, nahm an Weisheit zu, hat gespielt, ist in die Schule gegangen, hat einen Beruf gelernt, hat in der Schreinerei seines Vaters gearbeitet. Er hatte seine gesamte Göttlichkeit abgelegt, sagt es uns in Philipper 2. Und wenn du in einer Diskussion mit den lieben Moslems bist und die kommen dir mit diesem alten Trick und sagen, Jesus war doch allwissend, oder? Und du sagst so, ja, natürlich, klar. Und dann sagen sie, ja, aber als er gefragt worden ist, ob er weiß, wann der jüngste Tag ist und wann die Welt zu Ende geht, dann hat er doch gesagt, nein. Wenn er es also nicht gewusst hat, dann war er nicht allwissend. Wenn er es gewusst hat, hat er gelogen. Und dann frage ich immer zurück, sag mal, hast du mal gerade deine Geburtsurkunde dabei? Nee, brauche ich doch nicht. Siehst du, sage ich, Jesus hat auch nicht immer alles dabei gehabt, sondern nur das, was er gebraucht hat. Und den Rest hat er zu Hause gelassen und hat in seine Tasche nur das eingebracht, was er brauchte. Und zu wissen,
wann der jüngste Tag ist, das brauchte er nur für diesen Auftrag auf der Erde nicht. So, denn Philipper 2, er hatte seine Göttlichkeit abgelegt und er startete jetzt genauso wie wir. Und er bekam erstmal langsam seinen Auftrag heraus. Jesus wuchs auf und nahm an Weisheit zu, heißt es. Er war also interessiert an seiner Umwelt. Er hat Fragen gestellt, er hat gelernt. Wir kennen alle die Szene, wo er im Tempel sitzt und die Chance nutzt und die Lehrer befragt und alle möglichen Fragen, die in seinem Herzen rumoren, stellt. Und er hörte zu. Er hörte interessiert zu, weil er etwas wissen und kennenlernen wollte und nicht nur so getan hat und es innerlich einen schon wusste. Und dann ließ er die Dinge in sich arbeiten. Und dann irgendwann hatte er den Drang, in die Wüste zu gehen, in die Stille, in die Abgeschiedenheit, sagen wir mal, in eine Situation der Achtsamkeit. Und dort in der Wüste geht er durch Anfechtungen hindurch, er begegnet dem Zweifel und durch die Begegnung mit dem Zweifel und der Anfechtung schärft und klärt sich sein Auftrag. Und dann muss man diese ganzen Erlebnisse und Gedanken festhalten und sich immer wieder neu vor Augen halten. Anders geht's nicht, anders gehen die Dinge verloren, wenn der Frustdruck und der Depridruck mal zu groß werden. Also Jesus hat diese Dinge festgehalten, die sind ihm klar geworden. Und dann ist er losgegangen. Was hat er gemacht als allererstes, um an diesem Auftrag dran zu bleiben? Er hat es öffentlich gemacht. Und hat sich damit festgelegt. Gleich nachdem er aus der Wüste kam, ging er in Lukas 4 in die Synagoge in Nazareth, ließ sich die Rolle geben, rollt sie auf, was hat er da? Jesaja 61. Und liest das messianische Weltrettungsprogramm vor. Und sagt, das ist es, was ich vorhabe. Und genau so will ich es auch tun. Und er hat es veröffentlicht gemacht. So mache ich das auch immer wieder. Ich predige es oder schreibe es auf, veröffentliche es. Und sag überall an allen Orten und Gelegenheiten, was ich tun will und was ich glaube, dass Gott von mir will. Und ich kann jetzt nicht einfach plötzlich Diamantenhändler werden oder sowas. Oder ich kann auch nicht einfach jetzt beschließen, so, ich fange jetzt einfach mal an, dick Geld zu verdienen oder so. Geht nicht, weil ich seit 36 Jahren der Welt erzähle und jedem, den ich treffe, wozu mich Gott in diese Welt gestellt hat. Und das ist eben nicht als Diamantenhändler oder als Geldverdiener, sondern es ist seine Botschaft, in die Welt zu bringen. Ich lege mich immer wieder neu fest. Aufgrund des Sprichworts, wer A sagt, muss auch B sagen. Die Leute können etwas von mir erwarten und die Leute sollen auch von dir etwas erwarten können. Die Leute konnten von Jesus das erwarten, was er ihnen in Lukas 4 gesagt hat. Durch diese Veröffentlichungen und die immer wieder neuen Veröffentlichungen hat er sich festgelegt. Und das war eine Hilfe, an seinem Auftrag dran zu bleiben. Dann ist Jesus regelmäßig in die Stille gegangen, hat sich abgesondert und hat mit dem Vater im Himmel geredet. Also das, was wir früher so die stille Zeit genannt haben. Ich weiß, all diese Dinge, die Jesus gemacht hat, sind einfach alte Disziplinen. Und es gibt keinen Geheimtrick, wie man dran bleibt, sondern wenn wir uns Jesus angucken, sind es ganz einfache Sachen, die etwas mit Disziplin auch zu tun haben. Regelmäßigkeit. Er ist immer wieder in die Stille gegangen, hat sein Leben überdacht, hat das überdacht, was passiert ist, hat das überdacht, was er gerade veröffentlicht hatte und hat mit dem Vater im Himmel geredet. Er hat den Vater betrachtet in achtsamen Meditationen, um den eigenen individuellen Auftrag dann mit dem auszuführen, was er den Vater tun sieht und reden hört. Johannes 8, Vers 26, vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Und Johannes 5, Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und er zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und das braucht Zeit. Da musst du dir immer wieder mal die Zeit nehmen,
um ein Auge auf den Vater im Himmel zu werfen und ein Ohr ihm mal entgegenzustrecken, um zu hören und zu sehen, was dort oben im Himmel los ist. Dann ist es auch ganz wichtig, um an seinem Auftrag dran zu bleiben, Jesus hat Rückschläge und Angriffe nicht gleich als ein Zeichen für Gott ist nicht mehr mit mir gewertet, sondern er hat nachgefragt und hat dann gegebenenfalls die Dinge ertragen. Auf dem Weg nach Jerusalem, da sagt er noch in Johannes 12, Vers 27, jetzt ist meine Seele bestürzt, aber was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Nein, ich sage, Vater, verherrliche deinen Namen. Klingt sehr mutig, da war er auch noch ein bisschen von Jerusalem weg. In Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung, klingt das dann schon etwas anders in Matthäus 26, Vers 39. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dann geht er zurück zu seinen Freunden und die schlafen. Wir denken immer, können die denn nicht mal eine Stunde wachen? Ja? Kurze Zwischenbemerkung, die hatten schon 5 Becher Wein intus, die haben nämlich gerade vorher das Passamahl gefeiert. Ja? Also ist durchaus nicht verwunderlich, dass sie schlafen. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Dann geht er wieder zurück zu seinen Freunden, sieht wieder, dass sie schlafen. Und dann lässt er sie und geht wieder hin und betet ein drittes Mal. Wieder dieselben Worte. Und dann kommt er zu den Jüngern und sagt, na, dann schlaft fort, ruht aus, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Aber dreimal hat er nachgefragt, nicht nur einmal. Er hat dreimal darum gerungen. Das war ein Kampf in ihm, wo er sich über seinen Auftrag neu klar wurde. Und dann, nach diesen drei Malen, da hatte er das Bild, die Vision von seinem Auftrag wieder vor Augen. Und Hebräer 12, Vers 2 sagt uns, dass er so, indem er diese Vision vor Augen hatte, dieses Bild, dass er so die Leiden am Kreuz überstehen konnte. Weil er dieses Bild vor Augen hatte, das ist mein Auftrag, ich muss das erleiden. Bilder, Visionen, die inneren Bilder von unserem Auftrag in der Welt, die erzeugen eine Motivation in uns, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führt und die uns dranbleiben lässt an unseren Aufträgen. Darum sagt die Bibel, dass ein Volk ohne Vision, ohne Bilder verwildert. Die ganze Bibel ist voller Träumer, ist voller Menschen, die inneren Bildern gefolgt sind, die ihren Visionen Raum gegeben haben. Abraham träumte von Nachkommen wie Sterne am Himmel und wie Sand am Meer. Er hat sich also etwas Anschaubares, etwas Greifbares genommen, das ihm jeden Tag begegnete und ihn immer wieder an seine Vision erinnerte. Und so blieb die Vision, der Auftrag, lebendig. Jakob träumte von einer Himmelsleiter, auf der die Engel auf- und abstiegen. Und immer, wenn er so ein hartes Gefühl am Kopf spürte, wie bei diesem harten Steinkopfkissen, dachte er an diese Vision, an seinen Auftrag. Josef von Ägypten träumte davon, dass er der Größte in seiner Familie werden würde. Sein Umgang mit einer solchen Vision hat ihm zunächst eine Menge Ärger und Leid eingebracht. Den Ärger konnte er aber durchhalten oder aushalten, weil er sich diese Vision immer wieder vorsagte. Ja, ich weiß nicht, wie oft er wohl geglaubt hat, dass er komplett verrückt ist, sitzt in seiner Zelle und brabbelt ständig so Größenwahnfantasien wie ein Mantra vor sich her. Aber so blieb er dran an seinem Auftrag. Und als die Zeit dann gekommen war, hat er nicht gesagt, jetzt muss ich erstmal nachdenken, ich habe alles schon vergessen. Nein, er war klar. Als der Zeitpunkt gekommen war, konnte er seinen Auftrag ausführen. Daniel erfährt auch in einem Bild, in einem Traum, die Auslegung des Traums von Nebukadnezar, von den 4 Weltreichen. Josef von Nazareth träumt davon, dass Maria von Gott schwanger ist und nicht von einem Nebenbuhler. Danach träumt er, dass sie nach Ägypten fliehen sollen und später dann auch, wann sie wieder zurückkommen können. Jesus träumt von Liebe, von der Rettung Verlorener, von göttlichem Leben, das sich Bahn bricht. Petrus träumt eine Vision vom Evangelium für alle Menschen,
ne, indem er dieses Tuch mit den ekligen, unreinen Tieren vor Augen bekommt, die er essen soll. Werden die Leute nach dem Traum auf dem Dach gesagt, super Petrus, das ist ja ein tolles Bild, das ist ja eine tolle Vision. Nein, die werden natürlich skeptisch gewesen sein, vor allem die, die erst später davon gehört haben. Paulus träumt von einer Gegenkultur der Liebe und malt sie in den buntesten Farben aus. Und es gibt noch so viele andere Träumer und ihre Visionen in der Bibel. Sie alle haben ihren Auftrag, den sie von Gott empfangen haben, das, wofür sie für Gott in dieser Welt stehen sollen, in Visionen, in Bilder gepackt. Und alle werden immer wieder einmal gehört haben, du bist komplett verrückt. Aber sie sind an ihren Bildern dran geblieben, weil sie sie immer wieder geträumt haben, sich immer wieder vor Augen gehalten. Visionen sind ja Tagträume. Und du musst deinen Auftrag in so einem Tagtraum, in so einem Bild malen und es dir immer vor Augen halten, damit du dranbleiben kannst. Ein Urbild, eine Vision, eines der ersten Bilder, die Gott mir gegeben hat, wofür ich in dieser Welt stehe, habe ich in meinem ersten Buch aufgeschrieben, Mein Freund Gott und ich, das jetzt in zweiter Auflage herausgekommen ist, mit 25 wunderbaren Illustrationen meines ältesten Sohnes Leon, der leider heute nicht da ist, um euch auch eine Signatur geben zu können. Kapitel 6, Niere im Leib Christi. Als mein Freund Gott mir erklärte, welcher Körperteil im Leib Christi ich sein sollte und warum, war ich erstaunt. Und das kam so. Eines Tages saß ich in meinem Auto am Mainufer, ließ verbrauchtes Salböl träge schillernd auf den Wellen an mir vorbeitreiben und war wieder einmal ratlos und verzweifelt. Ich hatte keinen anderen Plan, wie ich mit meinem Freund Gott zusammen die Welt retten sollte, als einfach nur immer dicht hinter ihm zu bleiben, so wie Miss Julie hinter Steven Seagal im Film Alarmstufe Rot. Das ist ja schon mal nicht schlecht, denn das ist der sicherste Ort auf diesem Schiff, an dem man sein kann. Ich wollte aber gerne wissen, ob meine schöpfungsbedingte Einzigartigkeit von meinem Freund Gott an besonderer Stelle eingesetzt werden sollte. Ich seufzte gerade tief in einer mir unverständlichen Sprache, als plötzlich Gedanken in meinem Kopf auftauchten, die ich nicht als meine eigenen erkennen konnte. Du sollst ein Prediger des Evangeliums sein. Du sollst Lobpreis machen und du wirst eine Niere im Leib Christi sein. In den ersten beiden Sachen konnte ich ja noch etwas anfangen. Aber was sollte denn das mit der Niere bedeuten, fragte ich nach. Aber mein Freund Gott lächelte nur still und wollte wohl, dass ich mal wieder selber aktiv würde. Also machte ich mich schlau und entdeckte, dass eine Niere, ähnlich wie die Leber, zur Entgiftung des Leibes beiträgt. Festgefahrene Situationen werden von ihr verflüssigt, nachdem die Nährstoffe des Konflikts vorher schon mittels Supervision und Beratung oder dergleichen herausgezogen worden sind. Und der negative Rest des Bösen muss sich dann, pardon, verpissen. Im Laufe der Jahre habe ich jedenfalls erfahren, dass das eine wunderbare Gabe und ein guter Körperteil des Leibes Christi ist. So wurde zum Beispiel einmal auf einer großen Veranstaltung, auf der ich predigte, die Lobpreisband, die mit mir war, von den Veranstaltern sehr unschön behandelt. Sie waren jedenfalls zu Recht sauer, aber durch diese Situation auch in einer emotionalen Sackgasse. Als ich an dem Abend später zurück in unser gemeinsames Quartier fuhr, konnte ich die Dicke der Luft förmlich schon vor der Tür spüren. Pass auf, sagte mein Freund Gott, du musst jetzt gleich mal wieder als Niere fungieren. Viel Zeit zum Nachdenken hatte ich nicht, denn schon öffnete sich die Tür und wir saßen drin, mitten in der kochenden Suppe, mein Freund Gott und ich. Das Schöne an einem Körperteil ist ja, dass es nicht selber überlegen muss, wie es jetzt zu funktionieren hat, sondern dass es einfach so von Impulsen des Hauptes aktiviert wird. Und so wusste ich eigentlich auch gar nicht so genau, was ich da tat. Ich saß nur da, hörte zu, dann machte ich ein paar spontane kleine Witze und erinnerte an die Liebe unseres gemeinsamen Freundes Gott zu uns. Und plötzlich sagte der Schlagzeuger in die Runde, hallo, was ist denn jetzt passiert, merkt er was? Micky ist doch gerade mal ein paar Minuten hier und schon hat sich die Atmosphäre und unsere Seelenlage komplett verändert. Ich erklärte ihnen dann, dass das an meinem Freund Gott liege und daran, dass er mich zu einer Niere im Leib Christi bestimmt hätte. Haha, wirklich wahr. War in Nürnberg.
Die Nierenfunktion hat viel mit Humor zu tun. Viktor Frankl, der Pionier des therapeutischen Humors, sagt, dass nichts einen Patienten so sehr von sich selbst distanzieren lasse wie der Humor und dass sich ein Einstellungswandel des Patienten oft gerade in der Humorreaktion anbahnt. Und der Soziologe Harvey Cox sagt sogar, dass das Gelächter der Hoffnung letzte Waffe sei, in seinem wunderbaren Buch »Das Fest der Narren«. Und vielleicht brauchen wir tatsächlich im Leib Christi viel mehr Narren, damit viel mehr Menschen die Wahrheit annehmen und zum Leben umkehren können. Schon die mittelalterliche Figur des Hofnarren zeigt ja, dass die Wahrheit oft besser angenommen werden kann, wenn sie im Gewand des Humors daherkommt. Der Narr konnte mitunter als einziger dem König die Wahrheit sagen, weil er nicht bedrohlich für den König war. Der König konnte die Wahrheit distanziert annehmen, denn der Überbringer war ja nur ein Narr. Dadurch gelang es dem Narren aber, den König von alleine auf den Trichter kommen zu lassen, ohne Gesichtsverlust. Damit raubt man einem anderen Menschen nicht das sogenannte Urhebererlebnis, was ein wichtiger Aspekt in zwischenmenschlicher Kommunikation und Beziehung ist. Auch Paulus fordert uns schon in 1. Korinther 4, Vers 10 implizit auf, Narren um Christi willen zu sein. Und an anderer Stelle beklagt er den Korinthern gegenüber, dass wir so schrecklich viele wohlmeinende, es besser wissende, nur das Beste wollende Schul- und Zuchtmeister haben, wobei wir doch Väter in Christus bräuchten. Und ich verbinde diese beiden Gedanken des Korintherbriefs jetzt einmal und sage, wobei wir doch so dringend Narren in Christus bräuchten und Nieren in seinem Leib. Ich kann mir gut vorstellen, dass es immer mehr Christen, wie zum Beispiel Markus Maria Profitlich, geben wird, die eine Nierenfunktion einnehmen werden und deren Dienst es sein wird, neue Witze zu schreiben, um unsere Seelen von den Mafia-Betonschuhen der Ernsthaftigkeit und dogmatischen Korrektheit zu befreien. Nicht jeder kann Hand oder Mund sein, obwohl das die meisten gerne sein wollen. Auch ein Blinddarm ist ja wichtig. Er warnt den Leib nämlich vor Übersäuerung. Und weil wir unsere Blinddärme so schnell und gerne wegoperieren, tappen wir so oft blind in jeden sauren Streit. Das wäre doch bestimmt überraschend, wenn mein Freund Gott vielleicht dich, der du das gerade liest, zum Blinddarm berufen würde. Nun, ich selber war ja auch erstaunt darüber, eine Niere zu sein. Aber ich habe es mit der Zeit schätzen gelernt und bin meinem Freund Gott sehr dankbar dafür, mich bei der Schöpfung schon genetisch so angelegt zu haben. Wenn jeder einfach nur das wäre, was er ist, sagt mein Freund Gott jedenfalls immer, dann würde der ganze Leib viel besser funktionieren. Und das wäre dann auch viel gesünder für alle Beteiligten. Und jetzt will ich euch einfach mal bitten, euch zurückzulehnen und die Augen zu schließen und euch mal total zu entspannen. Denn jetzt will ich euch ein paar Fragen stellen, die euch in so eine Richtung führen sollen. Und dann denkt doch mal zurück, was war dein schönstes Erlebnis mit Gott? Schau einfach, was da spontan in deinen Gedanken auftaucht. Was war dein schönstes Erlebnis mit Gott? Dann gehst du so um das Erlebnis herum, betrachtest es genau und stellst dir die Frage, wann war das eigentlich? Und welche Konsequenzen hatte das für mein Leben? Und dann hältst du das fest, legst es zur Seite und stellst dir die Frage, was war eigentlich dein letztes Erlebnis mit Gott, an das du dich erinnerst? Dein letztes Erlebnis mit Gott. Und schau da, was in deinen Gedanken auftaucht. Und wenn du es umrundet und betrachtet hast, dann frag dich, wann war das gewesen? Wann war mein letztes Erlebnis mit Gott? Und welche Konsequenzen erfolgten daraus in meinem Leben? Und Heilige Ruach, ich möchte dich von Herzen bitten, dass du diese beiden Erlebnisse, diese beiden Gedankenbilder, die in uns jetzt aufgestiegen sind, dass du die behütest und bewahrst, Herr. Dass du sie Wurzeln schlagen lässt, dass die so richtig in uns fest wachsen und dass daraus
ein Auftragsbaum erwächst, Herr, dass daraus etwas erwachsen kann, mit dem wir in dieser Welt stehen können. Herr, lass aus diesen Erlebnissen und Bildern, an die du uns wieder erinnert hast, Herr, lass uns daraus ganz neu oder wieder neu den Auftrag erwachsen, den du uns in dieser Welt gegeben hast. Herr, lass uns das eine Vision sein, die uns ermutigt und die uns vorantreibt auf unserem Weg in der Welt. Denn so hat Jesus selber seine Geschichten auch immer wieder erzählt. Er hat uns Bilder vor Augen gemalt, die uns im Blick bleiben. Er hat nicht einfache Antworten auf Fragen gegeben, sondern er hat Geschichten erzählt. Und diese Geschichten sind Bilder, die uns selbst nach 2000 Jahren noch total griffig und spontan vor Augen stehen. Welche Bestandteile hatte er zur Verfügung, um sie zu einer schmackhaften Geschichte zu verarbeiten? Wie können wir das nachahmen? Nicht immer wird uns das so genial lingen wie Jesus, aber immer öfter. Denke mal an den Mann, der zwei Musiker im Hyde Park fragt, wie man zur Royal Albert Hall kommt. Und die antworten, viel üben, Mann, viel üben. Nicht immer haben wir so passende Vergleiche zur Hand, wie wir sie aus den Jesus-Geschichten kennen. Manchmal liegt vielleicht nur eine leere Packung Kopfschmerztabletten auf dem Tisch. Dann greifst du zu und fängst an, mit was wollen wir das Reich Gottes heute vergleichen? Das Reich Gottes ist die Art und Weise, wie Gott mit den Menschen umgeht. Das passiert da, wo wir leben. Und es ist mitten unter uns und will von dir entdeckt werden. Wenn du wissen willst, wie es ist, dann denk doch zum Beispiel mal an diese Kopfschmerztabletten hier. Du hast sie ja gerade genommen, weil du Kopfschmerzen hattest und nicht, weil du so gerne Medikamente lutschst. Deswegen konntest du den anfänglichen bitteren Geschmack auch überwinden. Dann haben sich die Tabletten ganz schnell aufgelöst und sich mit deinem Körper verbunden. Und wenig später haben sie dich von deinen Kopfschmerzen erlöst. So ist das Reich Gottes auch. Was machte Jesus, um seine Botschaft den Menschen vor Augen zu führen? In seinen Geschichten gibt es zum Beispiel Identifikationsfiguren. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Der Zuhörer fühlt sich ein, weil er sich Sinneserfahrungen vorstellen kann. Genauso hier, die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Dialoge stellen die Sichtweisen der Beteiligten lebendig heraus. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Jesus erzählt in seinen Gleichnissen von Gefühlen, die wir kennen und deshalb mitempfinden. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, betteln schäme ich mich. Jesus erzählt aus dem Alltag der Zuhörer, er holt sie auf vertrautem Gebiet ab. Die Schafe hören seine Stimme und er, der Hirte, ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Jesus nimmt also immer wieder Bilder, die griffig sind, Bilder, die uns zur Vision dienen können, Bilder, die uns motivieren können. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Erfinden, Üben und Erzählen, bis wir uns dermaleinst auf dem ewigen Geschichtenerzählerfestival in der Royal Jesus Hall treffen werden. Und das ist der Abschluss aus meinem neuesten Buch, Das Reich Gottes ist wie ein Tiefseeangler Fisch, neue Gleichnisse, was auch vorne am Tisch ausliegt, mit 32 wunderbaren Gleichnissen und Anleitungen dazu, wie man selber eins schreiben kann und was solche Geschichten eigentlich in uns bewirken. Das war's, was ich euch erzählen wollte heute Abend. Dranbleiben am Auftrag bedingt also erstens den Auftrag herauskriegen, zweitens den Weg ebnen und Dinge tun, die allen Christen gemeinsam sind, sich Gelegenheiten suchen, um Spezialaufträge zu oder Spezialoffenbarungen zu bekommen und dann diese ganzen Dinge zusammenpacken in einem griffigen Bild, das du dir immer wieder vor Augen hältst und das du auch jedem erzählst, damit du dann auch B sagen musst, weil du schon mal A gesagt hast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nachher am Büchertisch.